Im Sommer vergangenen Jahres veröffentlichte eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe das Papier Globale Gesundheitspolitik gestalten, gemeinsam handeln, Verantwortung übernehmen. Mit diesem Papier, das federführend vom Gesundheitsministerium verfasst wurde, erfuhr das Thema der globalen Gesundheit eine sehr wichtige Aufwertung. Ich freue mich daher sehr, dass Frau Dagmar Reitenbach zu meiner Linken vom Bundesministerium für Gesundheit heute hier sein kann, um das Papier vorzustellen, das von ihrem Team maßgeblich des Referates Globale Gesundheitspolitik maßgeblich ausgearbeitet wurde. Frau Reitenbach ist Juristin und Leiterin des Referates Globale Gesundheitspolitik. Gleich im ersten Absatz dieses Papiers wird ein sehr breites Verständnis von Gesundheit entwickelt und festgestellt, dass Gesundheit weltweit nur dann sichergestellt werden und verbessert werden kann, wenn globales Handeln ermöglicht wird. Warum es dennoch auch kritische Stimmen zu diesem Papier gibt und diese laut geworden sind an den Leitgedanken, werden wir dann in einem zweiten Schritt hören von den beiden weiteren Referenten, Tobias Lupper auf meiner rechten Seite und Thomas Gebauer zu meiner linken. Tobias Lupper arbeitet als Referent zur Stärkung von Gesundheitssystemen bei der Nichtregierungsorganisation Oxfam. Er ist Politikwissenschaftler und koordinierte genau in der Zeit, als das Papier der Bundesregierung erstellt wurde, als Vorsitzender der AG Gesundheit den Input von VENRO, also dem Verband entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisationen, der ja den meisten von Ihnen hier auch ein Begriff ist. Thomas Gebauer ist Psychologe, mein Kollege als Geschäftsführer von Medico International. Er arbeitet seit vielen Jahren zum Thema der globalen Gesundheit und hat unter anderem die Deutsche Plattform für globale Gesundheit mitbegründet, die sich in einem Papier kritisch mit der Haltung der Bundesregierung auseinandersetzt. Das Papier, bevor ich das am Ende vergesse, der Bundesregierung liegt hier aus. Das können Sie sich gerne im Anschluss an die Veranstaltung alle mitnehmen. Das Papier der Plattform für globale Gesundheit ist auf der Medico-Website einsehbar. Weil es noch eine vorläufige Fassung ist, haben wir hier keine gedruckte Ausgabe dabei. Frau Reitenbach, möchte ich Ihnen gerne das Wort erteilen. Danke. Ja, vielen Dank. Bevor ich zum Konzept komme, möchte ich vielleicht noch mal anknüpfen an die Diskussion eben, die wir hatten zu Universal Health Coverage und möchte Ihnen sagen, also dass sich Deutschland, Frankreich und die Schweiz ja bei den Verhandlungen zur nachhaltigen Entwicklung in New York einen Sitz teilen und diese gemeinsame Position dieser drei Länder vorsieht, dass das Gesundheitsziel Maximizing Health for All through Universal Health Coverage ist. Was, glaube ich, sehr schön eben zu dem Würfel, den wir gesehen haben und zur Diskussion von eben passt. So, dann komme ich zu dem Konzept zur globalen Gesundheitspolitik. Das Thema globale Gesundheitspolitik nimmt in der heutigen deutschen Politik einen immer größer werdenden Stellenwert ein, worüber wir uns natürlich sehr freuen und auch, dass so viele hier von Ihnen Interesse an diesem Thema haben. Die Bundesregierung bekennt sich ausdrücklich zu ihrer globalen Verantwortung und bekräftigt Deutschlands Rolle als verlässlicher Partner in der Welt. Also warum engagieren wir uns eigentlich in der globalen Gesundheitspolitik? Deutschland will die globale Ordnung aktiv mitgestalten, indem wir uns für eine gerechte Weltordnung einsetzen, die Durchsetzung der Menschenrechte sowie für eine nachhaltige Entwicklung und Armutsbekämpfung. Im Fokus unseres Engagements steht der Schutz globaler öffentlicher Güter. Und der Gesundheit kommt dabei eine ganz zentrale Rolle bei, denn Gesundheit ist Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung und das ist auch im Koalitionsvertrag so nochmal festgehalten. Die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen wie der WHO kommt eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung globaler Herausforderungen zu, gerade auch im Gesundheitsbereich. Und Deutschland will deshalb seinen Beitrag zur Erneuerung und Weiterentwicklung der Strukturen dieser Organisationen
leisten und bleibt bereit, eben mehr Verantwortung auf Ebene der Vereinten Nationen und ihren Sonderorganisationen zu übernehmen. Im Juli des vergangenen Jahres hat das Bundeskabinett dieses Konzept zur globalen Gesundheitspolitik gestalten, gemeinsam handeln, Verantwortung wahrnehmen, verabschiedet. Es ist das erste Konzept der Bundesregierung zu diesem Thema überhaupt. Und wir sehen es schon als einen ganz wichtigen Meilenstein an zum Thema globale Gesundheitspolitik. Es ist von der gesamten Bundesregierung verabschiedet worden. Es ist also nicht nur etwas, was, sage ich mal, von Gesundheitsministerium oder einigen wenigen Ministerien erarbeitet wurde, sondern die gesamte Bundesregierung steht dahinter. Der Prozess hat zur Erstellung dieses Konzepts hat ungefähr 2,5 Jahre gedauert. Wir haben angefangen eigentlich in einem Kernteam, in dem das Bundesministerium für BMZ, das Auswärtige Amt und unser Ministerium angehört haben, haben uns da eben verständigt über das Vorgehen, über die Struktur, über Schwerpunkte. Und zwar von Anfang an der Austausch mit der Zivilgesellschaft sehr, sehr wichtig und haben den auch sehr ernst genommen. Und ich glaube auch hier, Sie beide waren in diesem Prozess intensiv mit eingebunden. Dieses Konzept verdeutlicht unseren Anspruch, eine aktive Rolle bei der konkreten Ausgestaltung globaler gesundheitspolitischer Prozesse zu übernehmen. Wir wollen eben mit unseren Partnern gemeinsam, eingebettet eben in einen effizienten Multilateralismus, gemeinsam handeln und eben unserer Verantwortung gerecht werden für eine Verbesserung der Gesundheit weltweit. Wichtig ist dabei eben das vielfältige deutsche Engagement noch besser zu koordinieren, um die Wirksamkeit unseres Beitrags zu erhöhen. Dieses Konzept globale Gesundheitspolitik gestalten, gemeinsam handeln, Verantwortung wahrnehmen, wurde in der Überzeugung erstellt, dass Gesundheit weltweit eben nur durch gemeinsames globales Handeln sichergestellt und eben verbessert werden kann. Wir haben in diesem Konzept 3 gleichrangige Leitgedanken, die beschrieben, die unser Engagement eben prägen. Das ist zum einen, nur wenn wir gemeinsam global handeln, können wir umfassenden gesundheitlichen Schutz auch vor Ort für die jeweilige Bevölkerung sicherstellen, also das heißt auch für uns in Deutschland. Zum zweiten, wir stehen zu unserer globalen Verantwortung für Gesundheit und wollen eben unseren Teil beitragen, die globale Gesundheit zu verbessern, wie ich vorher schon mal auch ausgeführt hatte. Und wir setzen uns drittens für ein wirkungsvolles, kooperatives und gleichberechtigtes Handeln in internationalen Foren der globalen Gesundheitspolitik ein. Denn die Gesundheit global werden wir nur dann verbessern, wenn wir auch starke internationale Organisationen haben. Und das ist für uns also ein ganz wichtiger Punkt und damit bekräftigen wir eben, dass wir wirklich regelbasierte sowie multilateral und global ausgerichtete Ordnungspolitik brauchen über eine legitime und effektive internationale Institutionen. Dieses Konzept verdeutlicht, dass Deutschland eben auch bereit ist, ein verlässlicher Partner bei der Bewältigung gegenwärtiger und zukünftiger Herausforderungen in der globalen Gesundheitspolitik zu sein. Bei der Erstellung dieses Konzeptes haben wir erstmal gemerkt, wie vielschichtig überhaupt das deutsche Engagement ist, denn auch das, was hier beschrieben ist, ist ja nur ein Auszug dessen, was wir überhaupt machen. Und insofern stellt es diesen vielschichtigen deutschen Beitrag eben dar. Und wir sind im Gegensatz auch zu anderen Ländern eben sehr breit aufgestellt mit unserem bilateralen und multilateralen Engagement. Und wir werden dieses Engagement in seiner Vielfältigkeit weiter kohärent ausbauen. Klar ist auch, dass unser Engagement sich auf besondere Schwerpunkte konzentrieren muss, denn Deutschland hat weder die Mittel noch die Rolle in der globalen Gesundheitspolitik, alle Herausforderungen alleine bewerkstelligen zu können. Wir sind eben auch nur einer von vielen wichtigen Akteuren.
Und das Konzept macht deshalb sehr deutlich, dass Deutschland nicht alle Themen gleichrangig angehen kann und will. Mit dem Konzept fokussiert sich der deutsche Beitrag auf 5 ausgewählte Schwerpunkte. Und zwar haben wir sie ausgewählt, weil wir davon ausgehen, dass wir in diesen Bereichen komparative Stärken aufweisen und auch aus unserer Sicht eben nachhaltig zu einer Verbesserung der Gesundheit damit weltweit beitragen können. Diese 5 Schwerpunkte ist einmal wirksam vor grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren schützen. Der zweite ist Gesundheitssysteme weltweit stärken, Entwicklung ermöglichen. Der dritte, intersektorale Kooperationen ausbauen, Wechselwirkungen mit anderen Politikbereichen. Unser 4. Schwerpunkt, Gesundheitsforschung und Gesundheitswirtschaft, wichtige Impulse für die globale Gesundheit setzen. Und der 5. Schwerpunkt, globale Gesundheitsarchitektur stärken. Zentrales Ziel unseres Handelns ist die Verbesserung und der Effizienz und Kohärenz in der globalen Gesundheitsarchitektur. Und wir setzen dabei hohe Maßstäbe. Und wichtig ist natürlich für uns auch, dass die Mittel, die wir aufwenden, dass diese effizient eingesetzt werden. Ein ganz wichtiger Punkt ist für uns also die Stärkung der Weltgesundheitsorganisation als leitende und koordinierende Instanz der globalen Gesundheitspolitik. Deshalb unterstützen wir sehr engagiert eben den WHO-Reformprozess. Unser Ziel ist es, die WHO an die neuen globalen Herausforderungen im 21. Jahrhundert anzupassen und sie eben als eine leistungsfähige, transparente, effiziente und verantwortungsvoll handelnde internationale Organisation im Zusammenspiel eben mit vielen anderen globalen Akteuren zu stärken. Deutschland misst mit dem vorliegenden Konzept auch dem Engagement der Zivilgesellschaft bei Fragen der globalen Gesundheitspolitik eine besondere Rolle bei. Das zivilgesellschaftliche Engagement trägt in wesentlichem Umfang zur Lösung globaler gesundheitlicher Probleme bei. Und deshalb würdigt die Bundesregierung das starke Engagement der Zivilgesellschaft und setzt sich für eine Stärkung ihrer Teilhabe bei internationalen Prozessen ein. Bei der Entwicklung dieses Konzepts war uns von Anfang an die Einbindung der Zivilgesellschaft sehr wichtig. Und das ist eben auch ein ganz wesentlicher Unterschied zu bereits bestehenden Konzepten anderer Länder. Also nachdem wir das so intensiv gemacht haben, haben die Schweizer jetzt bei der Überarbeitung ihres Konzepts quasi einige Leute aus der Zivilgesellschaft mal konsultiert. Also von daher, sage ich mal, haben wir auch, denke ich, was angestoßen, durchaus für andere Länder. Und im Rahmen der Konzepterstellung haben wir eben den Austausch mit der Zivilgesellschaft wirklich sehr ernst genommen, haben sie in einem sehr offenen und transparenten Prozess in den Austausch einbezogen. Wir hatten verschiedene Workshops und ich denke auch, dass Herr Luppe hier wird bestätigen können, dass wir nahezu alle Anregungen von Ihnen, also von FENRO, in unserem Konzept aufgenommen haben. Globale Gesundheitsfragen stehen eben in einem engen Zusammenhang mit zahlreichen anderen Politikfeldern wie Entwicklung, Sicherheit, Handel, Wirtschaft, Menschenrechten, Umwelt und Ernährung. Und aus diesem Grund sind eben sektorübergreifende und auch ressortübergreifende Konzepte und Lösungsansätze gefragt. Vor diesem Hintergrund verstehen wir globale Gesundheit nicht eben als ein isoliertes Politikfeld, sondern als integralen Bestandteil unserer internationalen Politik. Dieses Konzept ist ein starkes und nach außen sichtbares Bekenntnis Deutschlands zu einer aktiven Rolle in der globalen Gesundheitspolitik. Die Bundesregierung hat dieses Konzept verabschiedet und durch den damit initiierten öffentlichen Diskurs, zu dem auch, sage ich mal, diese Veranstaltung beiträgt, dem Thema globale Gesundheit einen zentralen Stellenwert auf der politischen Agenda einzuräumen. Und von der Diskussion um die von der Bundesregierung gesetzten Leitlinien, Schwerpunkte und Handlungsfelder kann auch ein wichtiger Impuls ausgehen, der die Rolle Deutschlands in der globalen Gesundheitspolitik weiter stärkt.
Die Verabschiedung dieses Konzepts ist damit nicht ein Endpunkt, sondern es ist vielmehr der Auftakt zu einer intensiveren Auseinandersetzung um die Rolle Deutschlands in der globalen Gesundheitspolitik. Und so wollen wir das auch verstanden wissen. Wir sind davon überzeugt, dass das Konzept entscheidend mit dazu beitragen wird, eine größtmögliche Kohärenz der betroffenen Fachpolitiken bei Fragen mit Bezug zur globalen Gesundheitspolitik sicherzustellen. Und dieser ressortübergreifende Austausch, den wir haben, den werden wir weiter ausbauen, um eben die gemeinsame Planung und Koordinierung des deutschen Beitrags zur globalen Gesundheitspolitik zu gewährleisten. Vielen Dank. So, bevor ich jetzt Tobias Luppe das Wort gebe, möchte ich ihm erlauben, Nachfragen zu stellen, also was auf der Verständnisebene. Wenn es jetzt ganz direkte Fragen gibt zu dem Papier oder zu den Ausführungen, dann dürfen Sie das jetzt tun. Diskussionsbeiträge machen wir dann am Ende aller drei Inputs. Ich sehe keine, dann... Okay. Und bitte ins Mikrofon sprechen, weil Sie sonst hinten nicht verstanden werden. Wie soll das Engagement denn konkret aussehen? Also jetzt durch finanzielle Ressourcen oder die Bereitstellung von Fachkräften? Also wie kann man sich das vorstellen? Ist das schon was Konkretes geplant für die Zukunft, auch regional? Inhaltliche Debatte hinterher, oder? Also das ist die Grundlage eben dieses Konzept auch für den weiteren Austausch, mit den wir mit den anderen Fachressorts intensivieren wollen. Und wir setzen eben ja Schwerpunkte bei den Themen. Also dieses Konzept stellt ja das schon sehr gut dar. Und also selbst bei uns im Haus haben einige Kollegen auch gesagt, oh, ich wusste gar nicht, dass Deutschland beispielsweise in dem und dem Feld schon was macht oder so viel macht. Und insofern, sage ich mal, hilft uns das Konzept zum einen auch intern deutlich zu machen, was wir leisten. Und es hilft uns, einen Dialog anzustoßen mit den anderen, was wir vielleicht auch gemeinsam erreichen wollen. Und das ist der Weg, den wir beschreiten mit den Kollegen. Kurze Frage unter den universellen Werten. Steht hier Universalität, Zugang zu einer Gesundheitsversorgung und guter Qualität, Gleichbehandlung, Solidarität in Bezug auf die europäischen Werte des entsprechenden Papiers. Warum steht hier nicht drin bedarfsgerechte Versorgung? Kurz Begründung, warum ich das wichtig ansehe, weil wir momentan einen Konflikt haben zwischen einer bedarfsgerechten Versorgung und einer profitgetriebenen Versorgung. Und hier ein Also diese Frage würde ich gerne wieder aufgreifen, wenn wir in die Debatte einsteigen und jetzt für den Moment erstmal noch zurückstellen. Ich hatte noch eine Wortmeldung gesehen da hinten. Also bitte nur kurze sachliche Nachfragen stellen und die anderen Sachen notiere ich dann für die Debatte. Ja, eine kurze praktische Nachfrage. Hat das Papier ein Haltbarkeitsdatum oder sind bereits folgende Papiere geplant? Also wie ist die Rolle des Papiers einfach einzuordnen? Weil Sie ja sagen, dass es zum ersten Mal erstellt wurde. Mhm. Also Rolle und vielleicht perspektivisch, wie sich das weiterentwickeln wird. Also wie gesagt, wir sind ganz sehr froh, dass wir dieses erste Konzept haben. Es ist ein gutes halbes Jahr alt. Also die Schweiz hat beispielsweise nach 6 Jahren ihr Konzept dann nochmal überarbeitet. Also ich sag mal, wir setzen jetzt auf die Umsetzung und Weiterentwicklung. Also haben uns im Moment, sage ich mal, noch nicht den Endpunkt gesetzt, wann wir eine Überarbeitung haben, weil wir es wirklich als Startpunkt sehen, weiterzumachen. Ja, Sie haben das ja auch schon erwähnt, dass sich im Prinzip in den letzten 5 Jahren in der internationalen Gesundheitspolitik Deutschland sehr viel getan hat, dass zum ersten Mal überhaupt so ein Konzeptpapier vorgelegt wurde und auch das finanzielle Engagement sehr stark ausgebaut wurde. Nun ist es ja so, dass die drei Ministerien, die da entscheidend daran beteiligt waren, alle unter liberaler Führung waren in den letzten 4 Jahren
und ja, sich jetzt da natürlich Wechsel ergeben haben an der Spitze. Ist jetzt schon absehbar, wie es weitergehen wird, sowohl was die Intensität des deutschen Engagements anbetrifft, wie auch was die inhaltliche Ausrichtung anbetrifft? Also ich hatte jetzt die Woche einen Termin mit meinem neuen Abteilungsleiter und also dann kam auch ein Gesprächspartner, meinte, also weil ich das irgendwie so noch in der Tasche hatte hier und meinte, oh, dieses Konzept, das finden wir ganz toll. Und dann hat unser Abteilungsleiter auch gemeint, ach, was können wir dann weiter damit machen? Und das fanden wir natürlich ein super Signal. Also und wir versuchen eben jetzt auch intern dafür zu werben, aber ich glaube, wir haben unseren Abteilungsleiter schon auf unserer Seite und wir haben jetzt schon über mögliche Dinge wirklich in einem ganz, ganz frühen Stadium diskutiert, wie, was können wir damit machen und wie können wir auch, wie könnte es beispielsweise weitergehen, haben jetzt mal überlegt, ja, der World Health Summit, der im Oktober hier stattfindet, wäre vielleicht eine Gelegenheit, nochmal hier zu dem Konzept was zu machen, auch im Vergleich vielleicht mit einem anderen Land. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass das für uns so weitergeht. Gut, dann würde ich gerne weitermachen. Frau Reitmach hatte schon gesagt, es gab die Einbeziehung der Zivilgesellschaft bei der Ausarbeitung des Papiers. Zufrieden wäre so die Frage, die jetzt als Überschrift über dem nächsten Input steht. Und würde ich dir gerne das Wort erteilen. Achso, ich dachte es. Wir NGOs sind ja grundsätzlich erstmal nie zufrieden. Das liegt ja in der Natur der Sache. Das ist auch unsere Rolle, dass wir einfach diejenigen, die politische Entscheidungen treffen und verantworten, einfach immer noch ein Stück weiter treiben. Deswegen natürlich kann ich nicht zufrieden sein. Aber jetzt noch ein bisschen ernsthafter einfach auf den Prozess einzugehen. Ich werde mich ein bisschen am Prozess und ein bisschen am Papier entlang handeln. Ich glaube, Thomas Gebauer geht dann den nächsten Schritt weiter, auch in die Öffnung zur Diskussion. Ich war, wie du sagtest, ich war damals Vorsitzender der Arbeitsgruppe Gesundheit von FEMRO und wir waren über diese Arbeitsgruppe in diesem Prozess natürlich involviert. Es gab, glaube ich, 2 öffentliche Konsultationen und auch die Einladung, schriftlich Input einzureichen. Das haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen und haben, glaube ich, wie Herr Kümmel mir nachher sagte, den weitaus längsten Input eingereicht in diesen Prozess. Und das ist ein Prozess, der ja wirklich sehr komplex war. Allein schon deswegen, weil da ja schon 3 Ministerien dran beteiligt war unter Federführung des BMG. Und ich glaube, im BMG ist jetzt die, sag ich mal, Erfahrung mit der systematischen Einbindung von nicht profitorientierten Akteuren nicht so verankert wie zum Beispiel im BMZ. Aber trotzdem fanden wir das umso erfreulicher, dass wir einbezogen wurden, dass wir eingeladen wurden, dass es diese Konsultationen gab. Wir haben, wie gesagt, eine ausführliche Stellungnahme eingereicht und haben das gleich zum Anlass genommen, bei FEMRO zu sagen, Mensch, jetzt wo die Bundesregierung schon ein eigenes Konzept erstellt, dann wird es vielleicht mal Zeit, dass wir auch eins machen und haben dann das inoffizielle Rennen aufgenommen und haben dann, und ich bin stolz zu sagen, wir waren ein kleines bisschen schneller, aber uns ist es auch nicht ganz so lang geworden und haben dann im Anfang 2012, also ein bisschen mehr als ein Jahr vor Ihnen, das FEMRO-Positionspapier Globale Gesundheit veröffentlicht. Was haben die beiden Prozesse gemeinsam? Sie waren beide sehr komplex und nachher waren ganz viele Leute unzufrieden. Weil natürlich, je mehr Leute man einbezieht, je mehr man diskutiert, desto mehr Input kriegt man. Man hat aber nur einen begrenzten Rahmen. Man muss irgendwann auch Entscheidungen treffen, was kann man jetzt noch aufnehmen und was nicht. Und dann gibt es natürlich nachher immer Leute, die sagen, mein Thema ist aber jetzt nicht richtig aufgenommen. Und ich glaube, das liegt so ein Stück weit auch in der Natur der Sache. Was, glaube ich, unglücklich war, das empfanden wir zumindest so, war, dass nach der zweiten Konsultation, das war, glaube ich, Ende des Jahres 2011, verschwand das irgendwie so in der Blackbox und dann im Juni, Juli 2013 wurde das dann aus dem Zylinder gezaubert, hier ist es, fertig, das Konzeptpapier. Und wir haben uns also 1,5 Jahre zwischendrin gefragt, wo steht das Papier jetzt genau, was ist jetzt genau mit unserem Input passiert, könnten wir nochmal... Wir haben, glaube ich, 1-2 Mal auch angefragt, ob man vielleicht noch mal eine öffentliche Konsultation organisieren könnte, wurde aber nicht gemacht. Es gab eine Anhörung im Unterausschuss Gesundheit in Entwicklungsländern im Bundestag. Da haben wir versucht, aus dem Vertreter vom BMG rauszufinden, wo das denn jetzt genau steht. Aber der hat sich also auch so äußerst bedeckt gehalten. Das ist natürlich nie gut, wenn man sich 1,5 Jahre so bedeckt hält, weil das gibt immer viel Raum für Interpretationen und
Naja, jetzt kann man fragen, war das jetzt genug Konsultation? Man kann aber vielleicht anders fragen, wann ist es jemals genug Konsultation? Und wann ist überhaupt der Punkt, wo diejenigen, die dann verantworten, ein Papier zu schreiben, sich einfach irgendwann mal zurückziehen und das schreiben? Ich denke, es war dann okay. Also klar, wir hätten gerne diese anderthalb Jahre, da wären wir gerne nochmal einbezogen worden. Aber ich denke, grundsätzlich war das schon okay mit dem Prozess. Zumal wir wussten, dass die Leitungen in den Ministerien, auch im BMG, bei Ihnen, bei Herrn Kümmel, sie waren ja immer offen für Input, auch jenseits des systematischen Prozesses. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, wenn der Prozess dann nicht mehr ganz so systematisch ist. Man weiß aber, naja, man hat ja gute Kontakte und da könnte man nochmal was diskutieren oder so. Sie haben ja auch in der Zwischenzeit teilweise an Konferenzen, die von NGOs organisiert waren, teilgenommen, wo wir einige Themen, die dann auch im Papier waren, auch wieder weiter diskutiert haben. Zum Schluss etwas systematischer hätten wir es gerne gehabt, aber ich glaube, grundsätzlich war das schon, gerade dafür, dass es das erste Mal war und dass es von dem Ministerium jetzt angeführt war, was, glaube ich, so die Konsultation nicht so normalerweise macht, war das schon okay. So wie bewerten wir jetzt das, was in dem Papier drinsteht? Wir haben in der FENRO-Arbeitsgruppe Gesundheit, nachdem das Papier dann draußen war, in der nächsten Sitzung oder im Vorlauf der nächsten Sitzung uns mal hingesetzt und haben geguckt, was hatten wir denn eingereicht und was ist davon reflektiert. Wir befinden uns, glaube ich, in der Gesamtbewertung des Papiers in guter Gesellschaft auch mit der Wissenschaft. Ich glaube, die Uni Heidelberg und einige Professoren haben im Lancet was dazu veröffentlicht, dass wir sagen, summa summarum, ein ganz wichtiger, großer Schritt in eine grundsätzlich gute Richtung, dass man auch dem doch sehr durch die angelsächsische Welt dominierten Global Health Diskurs auch sozusagen was Eigenes, Ergänzendes beiträgt, was hoffentlich auch zur Verankerung des Gedankens globaler Gesundheit jenseits des BMZs und jenseits des BMGs beiträgt. Da gibt es eine ganz andere Menge Ministerien, die unglaublich großen Einfluss auf globale Gesundheit haben. Ob es das Verteidigungsministerium ist, das Wirtschaftsministerium, das Umweltministerium, das Forschungsministerium. Und da gibt es natürlich die große Hoffnung, dass durch die Einbeziehung, dadurch, dass es ein ressortübergreifendes Konzept ist und zumindest dem Vorangestellten Werte und Grundprinzipien, auch wenn jetzt bedarfsgerecht leider nicht drinsteht, ist uns auch aufgefallen, hätten wir auch gerne drin gehabt, aber der menschenrechtsbasierte Ansatz, der systemische Ansatz, das sind Dinge, die wir, glaube ich, sehr, sehr begrüßen. Vieles ist drin, was wir eingereicht haben. Natürlich gibt es auch innerhalb von FENRO viele Leute, die gesagt haben, bei dem, was ihr eingereicht habt, war meins nicht drin. Weil auch da haben wir versucht, einen Konsultationsprozess intern zu machen und von daher weiß ich, wie unglaublich komplex das ist. Und manchmal ist das dann auch ein bisschen frustrierend. Dann rackert man sich dann jahrelang ab, jetzt in Ihrem Fall, und nachher das Erste, was man hört, ist, das ist aber alles nicht drin, was ich gerne drin haben wollte. Also vielleicht von uns einfach nochmal Hut ab, dass Sie es gemeistert haben. Und wir sehen das als einen wirklich einen guten, aber eben auch nur einen ersten Schritt in eine richtige Richtung. Und wollen einfach gerne mit Ihnen weiter im Gespräch bleiben, weil es gibt natürlich auch gewisse Dinge, die nicht drin sind im Papier, die wir aber ganz wichtig finden und die auch im FENRO-Papier drin standen. Einfach nur um ein Beispiel zu nennen, zum Themenkomplex Zugang zu Gesundheitsprodukten. Ich glaube, in der Überschrift, wo wir das beigetragen haben, Beitrag des Gesundheits- und Forschungsstandorts Deutschland, hieß die Überschrift, und da waren wir eingeladen, Inputs zu machen. Da haben wir sehr viel auch geschrieben über das Thema Patentrechte. Also wie Patentmonopole Forschung und Entwicklung behindern und wie Patentmonopole Preise nach oben treiben. Das ist ein Thema, mit dem sich ganz viele Nichtregierungsorganisationen seit Jahren beschäftigen. Spätestens seit der HIV- und AIDS-Krise, wo das ganz radikal sichtbar wurde, aber auch weiterhin ist das ja ein großes Problem. Da hatten wir ein sehr klares Input dazu gegeben. Da gibt es ja eigentlich auch einen politischen und wissenschaftlichen Diskurs auch schon seit Jahren drüber. Und eigentlich gibt es Einigkeit, dass es da große Probleme gibt. Es gibt zwar vielleicht in der Semantik Uneinigkeit und in der Lösung Uneinigkeit, aber es gibt eigentlich Einigkeit, dass es mit Patenten ganz große Probleme gibt. Leider steht das jetzt in dem Papier gar nicht drin und das fanden wir sehr schade. Hat uns aber auch, wenn man so vom Kohärenzgedanken ausgeht und man davon ausgeht, dass das ja ein Papier ist, was von ganz vielen Ministerien zusammengeschrieben wurde, auch wenn man sich dann mal anschaut, wenig überrascht. Denn
Wir wissen, dass gerade in der Patentrechtsdebatte andere Ministerien in Deutschland, eher wenig hilfreiche Rollen spielen. Also das Justiz- oder das Wirtschaftsministerium stehen da auf einem ganz anderen Standpunkt als Nichtregierungsorganisationen und vielleicht auch als das BMZ. Beim BMG weiß ich es da immer nicht so genau. Da gibt es, glaube ich, auch verschiedene Ansichten, je nachdem, in welcher Abteilung man gerade arbeitet. Aber da hätten wir gerne eine klarere Aussage gehabt zu der Problematik von Patentrechten und wie man damit umgehen kann. Da hat eventuell vielleicht dann doch das Wirtschaftsministerium oder der Wirtschaftsindustriestandort Deutschland gegenüber dem Menschenrecht auf Gesundheit den Vorrang erhalten. Das finden wir sehr schade. Hoffen, dass wir da nochmal nachverhandeln können für die nächste Version, dass das ein bisschen stärker rauskommt. Und das ist was uns auch ein bisschen gefehlt hat in dem Konzept. Das schließt ein bisschen, ich glaube, aus der Ecke kam vorhin die Frage nach dem Haltbarkeitsdatum des Konzepts und wie man jetzt damit weiter umgeht. Wir hätten es gerne ein bisschen konkreter gehabt in puncto, welche Instrumentarien werden jetzt genau angewandt, um zum Beispiel Kohärenz herzustellen zwischen den Ministerien. Denn in Abwesenheit eines klaren und systematischen Prozesses gewinnt natürlich oftmals einfach der Stärkere. Und wenn es um Patentrecht, um Zugang zu Medikamenten geht, wissen wir, dass das Wirtschafts- und Justizministerium wahrscheinlich eher stärker ist als das Entwicklungshilfeministerium und sowieso stärker als die NGOs. Deswegen wäre uns sozusagen wichtig, dass wir in der Zukunft mal diskutieren, wie man Prozesse und Instrumentarien entwickeln kann, um Kohärenz auf Menschenrechtsbasis mit Menschenrechten als Kompass herzustellen. Und auch, ob man mal ins Gespräch kommen kann in den nächsten Monaten, dass man mal so eine Art Implementierungsplan für dieses Konzept erstellt, mit vielleicht auch Indikatoren. Wie messen wir denn, ob wir das erreicht haben, was wir da gesagt haben, was wir gerne machen würden? Wir haben diesbezüglich, glaube ich, Anfang des Jahres von FENRO an alle beteiligten Minister geschrieben und haben ihnen erstmal gratuliert, dass sie jetzt einen neuen Job haben und haben ihnen aber auch gesagt, es gibt da ein interessantes Papier in der Schublade, das Sie sich vielleicht mal anschauen sollten. Das spricht nämlich über Deutschlands wichtige Rolle in der globalen Gesundheit. Und wir hätten da noch einige Anmerkungen. Wir würden gerne mit Ihnen weiter im Gespräch bleiben. Ich glaube, es gab jetzt auch schon eine Reaktion aus Ihrem Haus und es gibt auch ein Treffen. Ne? Es gibt einen Termin für ein Treffen mit dem Minister. Genau, es gibt ein Treffen und das, glaube ich, begrüßen wir grundsätzlich, dass wir da weiter im Gespräch bleiben, weil, wie Sie auch schon sagten, das ist ein Auftakt, aber eben noch lange nicht der Endpunkt. Und ich glaube, hier lasse ich es erstmal. Und ja, vielen Dank nochmal. Danke, Tobias, dass ich hier bei einem dritten Panel alle so vorbildlich an die Zeitangaben halten, was mich natürlich sehr beglückt als Moderatorin. Möchte ich auch hier nochmal die Möglichkeit geben, kurze Nachfragen zu stellen zu den Ausführungen, die wir gerade gehört haben. Immer ins Mikrofon, nicht direkt neben mir. Das Papier zum Beispiel im internationalen Vergleich aus, wenn man Stichpunkte sagt, ich glaube, die englische Regierung hat ein entsprechendes Papier, die EU hat, ich glaube, 2010, die EU Role of Global Arts, wo sie der Differenz, wo sie Übereinstimmung kurz vom Partner Deutschland zusammen hat. Ich glaube, da kann Herr Köln noch was zu sagen, der Zahl gelesen, oder? Hier auf dem Podium. Also das deutsche Konzept ist einfach viel konkreter und auch umfassender als andere. Also ich sag mal, andere Konzepte haben einfach eine höhere Flughöhe. Wer sie alle gelesen hat, ist Herr Kümmel. Und also von daher, also wir haben auch die Rückmeldung bekommen, ach, ihr seid ja schon doch ziemlich konkret, also es ist, dass beispielsweise die Schweizer in ihrer Überarbeitung und der Vorlage dann des zweiten Konzepts wegen des Deutschen dann auch das Bedürfnis verspürt haben, konkreter zu werden. Andreas? Ja, vielleicht doch noch mal ein... Vielleicht keine Nachfrage, ich verstehe auch, dass man, wenn man auf dem Podium sitzt, natürlich auch sehr diplomatisch sich formuliert. Ich weiß, dass wir in der Debatte darum, also wie dieser Konsultationsprozess und wie wir ihn als Zivilgesellschaft erlebt haben, so ein Punkt, den man vielleicht aber doch herausarbeiten kann, ist, dass das ein bisschen das Dilemma war, bei allem Verständnis auch für die komplexen Abstimmungs-
Notwendigkeiten innerhalb von Ministerien. Aber wenn sozusagen explizit man von der Zivilgesellschaft Inputs will und dann aber selber gar nicht auch mal Drafts zirkulieren lassen kann, also die man auch wiederum dann kommentieren kann, sondern genau dieser Effekt der Blackbox eintritt, also man soll sozusagen was abgeben sozusagen an der Haustür und dann wird das irgendwie verarbeitet und hinterher kriegt man das fertige Produkt. Da würde ich nochmal sagen, das hast du ja auch gesagt, Tobias, aber das ist so ein bisschen wenig. Also da ist, wie gesagt, sind Erfahrungen gerade auch mit dem BMZ in so Papierarbeitung sehr viel kooperativer schon mit dem Arbeitsteam und das hatten wir, das finde ich, war, glaube ich, noch so eine Erfahrung, die wir jetzt in diesem Prozess auch gemacht haben. Es gibt noch eine Wortmeldung. Die würde ich gerne noch dazu nehmen. Und genau, dann gibt es noch mal eine Reaktion vom Podium und dann gehen wir zum nächsten Beitrag über. Ein Wort, was sich an der nationalen Sicht von globaler Gesundheit artikuliert ist, mit den Stellungnahmen eines Landes an der Weltgesundheitsversammlung, den Orten, wo Gesundheit global ausgehandelt wird. Wir fragen uns immer, wie kommen diese Positionen zustande? Also, welche Position vertritt Deutschland? Ist es die Position des Gesundheitsministeriums? Ist es eine Position, die innerhalb der Ministerien ausgehandelt wird? Wird die Zivilgesellschaft da auch einbezogen? Also, wenn das Papier mal sitzt, wenn das Konzept mal steht und wenn es so eine Grundlage gibt, dann ist der nächste spannende Arbeitsort, wie werden dann Positionen weiter ausgehandelt, weiter verhandelt, sodass ein Land nicht nur durch seine Administration vertreten wird im globalen Diskurs, sondern eigentlich, dass der innenpolitische Diskurs um Gesundheit auch immer wieder einfließt in die Positionen eines Landes nach außen. Da wäre ich sehr daran interessiert, ein bisschen Einblick in diese Küche des Erarbeitens von Positionen zu Themen, die noch im Fluss sind, die nicht einfach abgehandelt sind, zu erfahren. Ja, vielen Dank. Direkt daran anknüpfend, bevor ich dann doch nochmal hier auf die Punkte zurückkomme. Also die deutschen Positionen, also wir bekommen ja die Dokumente, die der Gesundheitsversammlung vorgelegt werden mit den Resolutionsentwürfen. Wir stimmen das dann innerhalb der Bundesregierung ab und mit der Position, die wir, also mit der so entstandenen deutschen Position, gehen wir dann in die Positionsabstimmung innerhalb der EU. Und also sage ich mal, dann guckt man eben, was ist den anderen wichtig, was wollen wir da noch bewerkstelligen oder was fehlt uns an einer bestimmten Stelle. Und die EU geht dann mit ihrer gemeinsam abgestimmten Position in den weiteren Verhandlungsprozess. Oder haben uns jetzt beim Exekutivrat haben wir uns überlegt, beim Thema Tuberkulose waren uns bestimmte Sachen wichtig, beispielsweise, dass man auf diese Multiresistenzen reingeht oder auf die Tuberkulose bei Kindern oder die Komorbidität mit HIV/AIDS und fanden, dass das einfach noch stärker betont werden muss. Und das haben wir dann entsprechend vorgebracht in dem Verhandlungsprozess und versuchen möglichst also für diese Positionen zu werben. Wir setzen uns natürlich dann mit anderen Ländern in Verbindung und versuchen für die Positionen, die wir dort einnehmen, zu werben. Beispielsweise hier für unser Universal Health Coverage als Gesundheitsziel in der Post-2015-Debatte. Und das ist ja viel Überzeugungsarbeit auch, dass man das schafft. Und von daher, sage ich mal, sind da wirklich ganz viele Gespräche notwendig. Oder es gibt dann eben zum Teil Drafting Groups, in denen diskutiert wird und gerungen wird. Und ja, insofern ist es ein langwieriger, interessanter, manchmal schwieriger Prozess. Doch, er hatte gefragt, wie Positionen zustande kommen, wie man... Nee, ja, das war der zweite Teil, genau. Und also im Vorfeld beispielsweise der Weltgesundheitsversammlung sind einige von Ihnen, die auch das Gespräch mit uns suchen, also vorher kommen und, sage ich mal,
mit uns darüber diskutieren. Ich habe jetzt das erste Gespräch, glaube ich, Ende März, Anfang April aus der Zivilgesellschaft, die Weltgesundheitsversammlung mit uns und Schwerpunkte besprechen wollen. Wir kriegen im Vorfeld teilweise Papiere zugesandt, wo dann die Positionierung, also sage ich mal, von einzelnen Verbänden, von ihnen uns zugeht und wir dann natürlich das reflektieren können. Manchmal kommt es 2 Tage vorher, dann ist es unter Umständen, wenn die EU schon ihre Position bestimmt hat, sage ich mal, ist es manchmal einfach zu spät. Also, aber wie gesagt, also ich würde schon sagen, wir haben wirklich einen regen Austausch auch vor der Weltgesundheitsversammlung mit verschiedenen aus der Zivilgesellschaft. Und nochmal auf den Prozess der Entstehung dieses Konzepts und die Einbeziehung der Zivilgesellschaft. Also bei der Entwicklung von Konzepten der Bundesregierung ist es eigentlich überhaupt nicht üblich und überhaupt nicht vorgesehen, dass die Zivilgesellschaft eingebunden wird. Wir haben das aus eigenem Antrieb gemacht, weil wir das für ganz wichtig gehalten haben. Also wir haben viel, viel mehr gemacht, als überhaupt vorgesehen ist in irgendwelchen Regularien, als wir irgendwie machen müssen. Also uns war es ein Anliegen, dass wir sie einbinden, weil wir gesagt haben, gerade bei dem Thema geht das überhaupt nicht ohne sie. Und von daher, sage ich mal, haben wir so viel Initiative gezeigt von unserer Seite, ihren Input wirklich zu bekommen und dass wir dann zwischendurch diese Blackbox von einem Jahr oder etwas länger hatten. Ich sage mal, auch in den Ministerien muss dann geschrieben werden. Und insofern, sage ich mal, das ist auch einfach ein Prozess, der dann dauert. Und wir hatten also zu den Workshops wirklich super breit eingeladen. Wir hatten, glaube ich, über so um die 200 Vertreter eingeladen. Also das ist schon, sage ich mal, jeder hatte die Möglichkeit, aus den unterschiedlichsten Bereichen wirklich sich in diesen Prozess einzubringen. Gut, jetzt würde ich das... Bitte? Genau, jetzt würde ich hier ganz gerne kurz intervenieren, weil ich glaube, um jetzt wirklich in die Debatte einsteigen zu können, würde ich jetzt sehr gerne Thomas Geber das Wort geben, um nochmal eine etwas grundsätzlichere Problematisierung einiger Elemente dieses Papiers herauszugreifen und dann haben wir danach noch ausreichend Zeit, nochmal miteinander ins Gespräch zu kommen. Thomas. Ja, vielen Dank, Anne. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen reagieren auf das, was ich gehört habe und werde meinen Beitrag etwas ändern und werde diplomatisch beginnen. Dann werde ich ein bisschen Musik reingeben, dass wir ein bisschen was auch zum Diskutieren haben und auch den Konflikt haben. Und ob ich dann nochmal zur Diplomatie zurückfinde, das werden wir dann sehen. Also es ist absolut gut, dass wir hier so zusammensitzen und über ein Konzept globale Gesundheit reden, keine Frage. Das war früher nicht immer so. Und schon gar nicht ist immer unter dieser Idee einer globalen Gesundheit jenseits von Charity, und das ist vielleicht an die Adresse von Venro, an Medico gerichtet, diskutiert worden und auch nicht jenseits von Eigennutze, das wäre jetzt an die Bundesregierung oder an die mitwirkenden kooperativen Interessen gerichtet. Wir haben in der Tat hier etwas Interessantes vor uns, nämlich etwas Neues zu entfalten. Und in der Vergangenheit war das Thema globale Gesundheit tatsächlich ein Arbeitsfeld entweder von Leuten, die sich um das Elend in der Welt gekümmert haben und gedacht haben, wenn man ein bisschen abfedert, ein bisschen Hilfe leistet, dann wird es etwas weniger. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite gab es tatsächlich auch viele Sicherheitspolitiker, die die Armut in der Welt eben als Bedrohung gesehen haben und eigentlich nur darüber nachgedacht haben, wie kann man diese Gesundheitsprobleme von uns fernhalten. Das klingt jetzt etwas sehr provokant, aber wenn Sie dann nochmal sich die Bilder in Erinnerung rufen bei der Vogelgrippe, da gab es die letzten abstrusen Blüten einer solchen Haltung, als die Bundeswehr auf Rügen aufmarschiert ist und das Vorrücken des Virus verhindern wollte. Sie nennt sich, gell? Also da ist das etwa sozusagen dann nochmal deutlich geworden, was mit Sicherheitspolitik im Gesundheitskontext gemeint sein kann. Wir ringen heute, und das ist jetzt das Angenehme, um ein anderes Gesundheitsverständnis. Und dieses Gesundheitsverständnis hat, wenn ich es mal plakativ sagen darf, etwas zu tun mit Gesundheit als globales Gemeingut in gemeinsamer, in geteilter Verantwortung. Jetzt habe ich viele Begriffe genannt, die alle erstmal nichts bedeuten, nämlich global, Gesundheit, gemeinsam, Verantwortung. Und all diese Themen und diese Begrifflichkeiten, die muss man, wenn man wirklich miteinander ringt, dann auch
definieren und die Bedeutung jeweils dann auch festlegen. Sie können ja ganz unterschiedlich betrachtet werden. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wir haben jetzt einen anderen Prozess gewählt als vielleicht Venro. Wir haben gesagt, es geht um globale Gesundheit und da sind verschiedene Arbeitsfelder, Politikfelder aufgerufen, die wir aus dem entwicklungspolitischen Kontext nicht alle überschauen können. Und haben deshalb schon vor 2 Jahren, also bevor es zu diesem Prozess, glaube ich 2,5 Jahren läuft unsere Sachen und die vorbereitenden Aktivitäten noch länger, haben wir angefangen, uns zusammenzusetzen unter einer als deutsche Plattform für globale Gesundheit. Das ist etwas, was in Bildung begriffen ist. Das braucht lange, so etwas herzustellen. Und da sind zusammengekommen und kommen zusammen Vertreter von Sozialverbänden, von Gewerkschaften, von Nichtregierungsorganisationen, von Wissenschaft, von Berufsverbänden, von ATTAC, von Migrantenverbänden. Und Sie können sich vorstellen, das ist eine sehr heterogene und sehr große Gruppe. Wobei unsere Idee nicht unbedingt war, jetzt alles neu zu erfinden und neu zu diskutieren, sondern auch bestehendes Erkenntnisse und Einsichten, die wir haben, also Wissen, was existiert, so für uns nutzbar zu machen und dass es auch in den Häusern und den jeweiligen Constituencies, in denen wir tätig sind, von Bedeutung sein kann. Die Grundsätze sind schnell benannt. Das ist einmal das Konzept der sozialen Determinierung von Gesundheit, die menschenrechtliche Verortung von Gesundheit, eine ganze Reihe von Dingen, die erstmal so als gegeben betrachtet werden können. Aber wenn man richtig reinschaut, dann wird es sehr diffizil und sehr spannend und sehr problematisch. Das ist nicht einfach, wenn wir jetzt zum Beispiel, und deswegen spiegelt das ein bisschen den Prozess, der vernünftigerweise auch zwischen Ministerien stattfinden sollte. Wenn wir zum Beispiel als Gewerkschaften und Leuten, die im internationalen Bereich tätig sind, zusammenarbeiten und uns mit Arbeitnehmerrechten zum Beispiel auseinandersetzen, das ist nicht von vornherein gegeben, dass es da einen Konsens gibt. Wir müssen da auch untereinander ringen als Zivilgesellschaft und etwas entwickeln, und da sind wir immer noch dabei. Deswegen ist dieses Antwortpapier auf das Konzept der Bundesregierung immer noch in Arbeit. Und es braucht auch noch ein bisschen, aber es darf auch ein bisschen brauchen, denn wir wollen halt hinterher etwas Nachhaltiges haben, was auch das dann verdient, ein Strategiepapier genannt zu werden. Das muss kohärent sein eben. Also wir waren sehr zufrieden, als wir gehört haben, dass die Bundesregierung ein solches Strategiepapier in Arbeit nimmt, und finden das durchaus bemerkenswert. Und Sie haben es ja gesagt, neben der Schweiz, neben Großbritannien sind es ganz wenige Länder, die so etwas haben. Und das ist auch wunderbar, dass die Bundesregierung an der Stelle mit in diese Vorreiterrolle reingekommen ist. Und das ist auch nur zu begrüßen. Die Aufmerksamkeit, die wir dann haben und dass wir hier gemeinsam sitzen können, ist auch sehr schön. Und jetzt höre ich mal langsam mit dem Diplomatischen auf und komme zur Kritik, weil natürlich muss die Unzufriedenheit hier auch benannt werden, die wir dann formulieren gemeinsam und sagen, warum wir zum Beispiel dieses vorliegende Papier noch nicht als einen Endpunkt betrachten. Ich bin sehr froh, dass Sie das gesagt haben. Es ist noch kein Endpunkt und dass wir daran weiterarbeiten können. Denn wenn man da richtig reinschaut, dann sieht man eine ganze Menge von Stellen, die das dringend erforderlich machen, dieses als einen Prozess zu begreifen, der weiter betrieben werden muss. Ich will jetzt nicht in die einzelnen Kritikpunkte hineingehen, ins Detail, das kann man an anderer Stelle machen, aber 2 generelle Probleme aufwerfen, die mir da wichtig erscheinen. Es ist schon gesagt worden, die Menschenrechtsorientierung, absolut sicher. Es ist zu begrüßen, dass die Bundesregierung dieses so tut. Sie könnte es auch anders machen. Sie könnte das gleich unter das Business Thema stellen. Das wäre dann etwas sehr problematisch. Sie könnte aber auch einfach nur sagen, Armutsreduzierung im Sinne von, da gibt es ein paar Arme, die müssen wir zur Seite stehen. Und dann ist das rechtliche Element nämlich dann verschwunden. Wir reden aber von Menschenrechten und Rechte haben etwas mit Ansprüchen zu tun und auch mit Verpflichtungen. Und da wird die Verantwortung dann das erste Mal auf eine andere Weise definiert. Und das ist das, was wir daran sehr gut finden. Also was da am Anfang steht, ist nur zu begrüßen. Und dann kommt gleich der Einschnitt. Weil Sie dann in dem ersten Leitgedanken sagen, das Konzept dient dem Schutz und der Verbesserung der Gesundheit der deutschen Bevölkerung. Das ist zu verstehen aus der Aufgabe der Bundesregierung, aber unter einem menschenrechtlichen Gesichtspunkt müssen wir ein großes Fragezeichen dahinter machen und sagen, es kann ja nicht nur um den Schutz der deutschen Bevölkerung gehen, sondern um etwas Universelles, um eben den Schutz und die Verbesserung der Gesundheit von Menschen in der Welt aller. Und insofern
will ich das stark machen an der Stelle, weil auch diese Formulierung, die Begrenzung auf deutsche Bevölkerung unter der Hand wieder, ich will Ihnen das gar nicht unterstellen, aber unter der Hand eine Haltung einschleichen lassen könnte, dass eben die Probleme für die Gesundheit der deutschen Bevölkerung im Ausland liegen und wir uns jetzt global engagieren müssen, um etwas an Sicherheit herzustellen für den Schutz und die Verbesserung der deutschen Bevölkerung. Das denken Sie so nicht, ich weiß es, aber so kann es interpretiert werden und deswegen spreche ich das an und sage, dass Universalität etwas anderes meint und vor allem auch meint eben das Handeln im eigenen Land. Also wenn wir das Thema Klimapolitik als eine Gesundheitsbedrohung ernst nehmen, dann ist es klar, dass wir in Deutschland eine Menge an Bringschuld haben und eine Menge zu tun haben, um globale Gesundheit auf diese Weise für alle herzustellen. Da wären wir bei dem Punkt, was heißt jetzt Verantwortung? Ist Verantwortung etwas, was mit Handeln auch im eigenen Lande zu tun hat oder ist es etwas, was wir jetzt betrachten als Möglichkeit, etwas für Menschen im Süden zu tun, im globalen Süden? Dahinter steckt, und da ist mein zweiter Kritikpunkt festzumachen, ein Unterschied, den wir haben in dem Verständnis von Gesundheit. Wenn ich mir das Papier anschaue, dann ist das Gesundheitsverständnis doch ein deutlich anderes als das zumal von Medico, aber auch von vielen anderen, die jetzt in der Plattform für globale Gesundheit zusammenarbeiten. Ich vermute, auch bei Venro ist es der Fall. Medico ist übrigens Teil von Venro. Venro sind da ein bisschen dazwischen. Im Vorwort, in der Problemanalyse zu dem Konzeptpapier kann ich praktisch jeden Satz unterschreiben. Es ist alles perfekt. Sie erwähnen die Armut, Sie erwähnen das Klimaproblem, den Hunger als die zentralen gesundheitlichen Herausforderungen. Alles richtig und perfekt. In dem Moment, und das alles als Teil oder als Problem von Globalisierung, in dem Moment, wo es dann in die Praxis geht, was daraus resultiert, findet eine, in der Wendung, wie reagieren wir darauf, eine merkwürdige Verengung, eine Kürzung statt auf ein Handeln, was, ich will es jetzt zitieren, den Zugang zu Medikamenten, zu Technologie, Wissen und Forschung betrifft und das notwendige medizinische Wissen bereitzustellen, dafür notwendigen technischen und finanziellen Mittel. Also hier wird etwas von dieser globalen Herausforderung reduziert auf die Bereitstellung von Know-how, Technik und Wissen und Geld. Das ist alles wichtig, das werden wir alles brauchen, keine Frage. Es ist wunderschön, dass es da auch steht. Aber es reicht nicht, um am Ende diesen Problem, die gerade in der Problemdarstellung benannt worden sind, begegnen zu können. Ich bin der Auffassung, dass wir zum Beispiel das vorhandene Wissen, und das ist groß, keine Frage, dass wir es nicht ganz nutzen, nur in Ausschnitten nutzen und vor allem nur interessengeleitet nutzen. Bestimmte Wissen, die wir haben, bestimmte Erkenntnisse kommen nicht zur Geltung. Ich kann gleich ein Beispiel dafür geben. Ich bin auch nicht überzeugt, dass wir solche Probleme wie Klimawandel und wie zum Beispiel Krieg und Waffenhandel einfach nur mit technischen Fragen klären können. Also dass es nur an den mangelnden Technologien und Finanzmitteln hapert, sondern es bedarf da zum Beispiel auch politischer Entscheidungen, anderer Normsetzungen und der Schaffung weiterer Institutionen, die etwas mit Öffentlichkeit und mit Beteiligung von Öffentlichkeit zu tun haben. Dahinter steckt jetzt etwas, was, glaube ich, ganz typisch ist für Deutschland. Und ich will da jetzt nicht jetzt eine Kritik an Ihnen führen oder an der Bundesregierung führen, sondern nochmal das unterschiedliche Gesundheitsverständnis, das wir in unserer eigenen Debatte immer wieder aufrufen, Erinnerung rufen. Wir berufen uns immer alle gerne auf Rudolf Virchow, der ja auch hier in Berlin gewirkt hat und diesen schönen Satz gesagt hat, Medizin ist Politik im Großen. Und das Politik ist Medizin im Großen. So habe ich es jetzt gerade umgedreht, ja, tut mir leid. Politik ist Medizin im Großen. Und deutlich gemacht hat mit diesem wunderbaren Satz, dass es mit ärztlichem Handeln, mit technischem Handeln alleine nicht geht. Wir brauchen eine Art von Intervention von Politik, die sich letztendlich auf das, was soziale Determinierung von Gesundheit meint, ausrichtet. Darauf drängt, Public-Health-Ansätze reinzunehmen und nach politischen Rahmenbedingungen schaut und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, dass Gesundheit entstehen und entwickeln kann. Das ist ein Teil von deutscher Tradition. Auf der anderen Seite gibt es die Tradition von Paul Ehrlich, der nur oder wesentlich stärker darauf sich ausgerichtet hat, Gesundheitsverhältnisse
Gesundheitsförderung zu betreiben im Kontext der Bekämpfung von Krankheiten, wesentlich in den biomedizinischen Ansatz. Was auch wichtig ist, auch sowas braucht man. Man braucht Impfungen, man braucht auch natürlich Medikamente, um im Krankheitsfalle Leute behalten zu können. Aber es sind zwar unterschiedliche Ansätze, die beide in der deutschen Tradition liegen. Und ich habe den Eindruck und wir in der Plattform, dass dieser erste Ansatz von Rudolf Virchow in diesem Papier weniger stark zum Ausdruck kommt, wie es gar nicht zum Ausdruck kommt, während der andere, der biomedizinische, sehr stark hochgehoben wird. An der Stelle würde ich gerne weiter diskutieren und sagen, hier müssten wir eigentlich auch in der Tradition von dem, was Deutschland jetzt an Kenntnissen beisteuern könnte, etwas anderes noch reinbringen. Das lässt sich deutlich machen an dem Umgang mit dem Konzept der Social Determinants of Health, also der sozialen Determinierung von Gesundheit. Heute hat Michael Marmot die Eröffnungsrede gehalten hier und hat sehr viel dazu gesagt. Und genau dieses Konzept taucht in dem Papier, trotz dieser großen, immensen Bedeutung, gerade für globale Gesundheit, erst in einem Relativsatz auf, nämlich als es um die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geht. Und dann später in einem Kasten, gleichbedeutend wie mit der globale Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria und mit der Kooperation mit China. Also irgendwo eine wie ich finde, ein Missverhältnis in dem, was eigentlich in diesem Konzept steht und was an Bedeutung auch für ein solches Strategiepapier eigentlich daraus heraus abzulesen wäre. Es gibt eine Vielzahl von Studien, die längst belegen, dass Gesundheit weniger vom individuellen Verhalten oder von den gesundheitlichen Kenntnissen und Fertigkeiten abhängt oder von dem Krankenversorgungssystem, sondern von den sozialen, von den ökonomischen und den Umweltbedingungen. Das sind aber Bedingungen, die nicht einfach vom Himmel fallen, sondern die von wirtschaftlichen und politischen Interessen durchzogen sind und entsprechend eben auch betrachtet werden. Ich bin sehr froh, es gibt ja im Augenblick weltweit ganz viele Kommissionen, die sich mit solchen Fragen befassen. Und eine Kommission ist die Lancet University of Oslo Commission, die Ideen erarbeitet zum Thema globaler Gesundheit. Die haben vor 2 Wochen, Mitte Februar, ein Papier vorgelegt, was außerordentlich interessant ist. Und dieses Papier spricht sehr stark und sehr deutlich von den sogenannten Political Determinants of Health, also den Elementen, die alle dafür Sorge tragen, dass im Augenblick der Gesundheitszustand so problematisch ist, so schwierig ist. Die muss man eigentlich reflektieren in einem solchen Papier, wenn man etwas verändern will. Die sagen auch, was sie darunter verstehen. Die sprechen nämlich zumal nicht von Governance, sondern von einem Governance-Complex und meinen damit ein Problem, was in dieser Debatte über Governance meist übersehen wird. Nämlich, dass diese ganzen Verabredungen, die wir jetzt miteinander treffen wollen, müssen wir gerade erst trinken, sehr stark bestimmt werden durch sehr undurchsichtige politische Strukturen, wie zum Beispiel eben G8, G20, der IWF, Weltbank. Also es ist diese Blackbox, von der wir gerade gesprochen haben, ist im globalen Kontext noch ein erhebliches Mal größer. Wir werden da wohl eingeladen und werden auch konsultiert, auch die Bundesregierung, aber manchmal ist dann, was dann am Ende dann entschieden wird, jetzt auch in der SDG-Debatte, das wird auf eine ganz andere Weise dann entschieden und da müssen wir einfach anerkennen, dass das, was als Governance im Augenblick besteht, erstmal nur ein Governance-Komplex ist, den es erstmal gilt, wirklich zu durchdringen, wenn wir Partizipation und diese Sachen wirklich ernst nehmen wollen. Der zweite Punkt ist die Machtasymmetrien, die kaum besprochen sind in dem Papier und die wir auch eigentlich deutlich machen müssen, weil es geht nicht nur darum, dass wir schöne Konzepte haben, sondern diese Konzepte scheitern oft daran, dass die Interessen so unterschiedlich sind. Und die sind leider auch immer noch da und machen sich dann zum Beispiel auch deutlich auf unserer Ebene der Zielgesellschaft, indem wir streiten, zum Beispiel, was ist das Interesse eines deutschen Arbeiters auf Jobsicherung und was sind die Interessen einer Arbeiterin, einer Textilarbeiterin in Bangladesch und so weiter. Das sind Punkte, die man erstmal miteinander besprechen muss, um deutlich zu machen, nur auf dieser Ebene können wir vielleicht zu einem Ausgleich kommen. Wenn man das nicht im Blick hat, dann entstehen schöne, ideale Konzepte, die am Ende aber nicht das Papier wert sind, auf dem sie stehen. Das will nicht heißen, dass diese Kritik für dieses Papier gilt. Ich habe viel Diplomatisches und Positives gesagt und stehe da nach wie vor dazu.
Die Marktdominanz, auch in dem Lancet University of Oslo Papier angesprochen als Problembereich. Wenn die Marktdominanz so groß ist, dass immer das Wirtschaftsinteresse letztendlich das Gesundheitsinteresse überlagert, haben wir ein Riesenproblem. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt die wunderbare Tabakrahmenkonvention, die die WHO verabschiedet hat. Ein historisches Beispiel, wie ein Vertrag geschaffen werden kann, um gesundheitsgefährdende Konsum von Tabak zu regulieren, zu kontrollieren. Das stößt auf Widerspruch bei den Tabakproduzenten. Es gibt jetzt innerhalb der Weltbank eine Schiedsstelle, die sich um solche Investitionsfragen kümmert. Diese Schiedsstelle wird im Augenblick von den ganzen Tabakkonzernen angelaufen, die gegen das Konzept der Weltbank klagen und sagen, wir haben hier Verluste zu erleiden für Investitionen, die wir sie machen können, zu großen Profiten geführt hätten. Das tun sie jetzt nicht. Also wir fühlen uns behindert und jetzt muss... Das sind die Fälle Uruguays, lateinamerikanische Länder, da werden die Länder haftbar gemacht und sollen jetzt für etwas zahlen, was eigentlich im Interesse von Gesundheit ist. Hier sind Hierarchien abzusehen, wo das Marktinteresse oftmals über das Gesundheitsinteresse dominiert. Das muss ein solches Konzept ganz klar ansprechen. Da müssen wir gemeinsam dafür sorgen, und das kann auch nur von der Öffentlichkeit kommen, dass sowas stattfindet. Es gibt... Wenn wir das nicht tun, wenn wir diese Unterschiedlichkeiten nicht sehen, dann haben wir schöne Ideen, die aber an der nächsten Ecke sich schon wieder aufheben. Dann gibt es nämlich dann die Austeritätspolitik in Griechenland, wo wir zwar gerade ein schönes Konzept verabschiedet haben, gemeinsam, und wo wir sagen, es ist wichtig, Universal Health Coverage zu machen, aber in Griechenland wird es gerade unter dem Druck des Finanzsystems abgebaut und die Leute verlieren den Zugang zur Gesundheit. Das sind Probleme, die einfach real sind, mit denen wir an der Stelle dann auch etwas anfangen müssen, sonst kommen wir da nicht weiter. Also ich will damit sagen, globale Gesundheitspolitik ist etwas, was noch zu entfalten sein wird. Wir müssen hier eine internationale Strukturpolitik entfalten, entwickeln und dabei die Rechte von Menschen ins Zentrum rücken und jetzt die schon von mir angesprochenen wirtschaftlichen Interessen eher regulieren, als ihnen den freien Lauf geben. Sie sind letztendlich wieder zurückzuholen, sie müssen reguliert werden. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir an Symptomen weiter kurieren, wir werden mehr zur Anpassung beitragen, aber nicht zum Wandel von Verhältnissen. Und daran, glaube ich, haben wir alle kein Interesse. Wir brauchen sowas wie ein interdisziplinäres Gesundheitsverständnis. Wir brauchen eine entsprechende Berücksichtigung der gesellschaftlichen Faktoren. Dann können wir den komplexen und dynamischen Anforderungen globaler Gesundheit auch gerecht werden. Beispiele können wir vielleicht noch später ansprechen, Klima, Energie, Waffen, Waffenhandel, Migration, Ernährung, alles Themen, die in dem Moment aufgerufen sind. Jetzt komme ich zur Diplomatie zurück. Wir finden nach wie vor das Papier gut, es ist ein wunderbarer Anfang. Wir finden toll, dass die Frage des Zeitpunktes auch schon angesprochen ist. Es bedarf der weiteren Begleitung. Wir stellen unsere Bereitschaft zur Verfügung, es gemeinsam zu überarbeiten. Ich denke, ich spreche da auch für die Plattform für globale Gesundheit. Es sind eben viele Dinge, die da angesprochen sind und viele, die ergänzt werden müssen. Und da sind wir gerne dabei und auch gerne bereit, da mitzuwirken. Ich weiß, dass es nicht einfach ist und ich weiß, dass auch das Gesundheitsministerium, genauso wie es bei uns ist, in der zivilgesellschaftlichen Ebene im Widerspruch mit Wirtschaft und Justiz und so weiter steht. Wir würden da gerne auch dem Gesundheitsverständnis den Rücken stärken. Das muss aus der Öffentlichkeit mit geschehen. Da muss aus der Öffentlichkeit etwas an Druck erarbeitet werden. Es gibt diese Kenntnisse, es gibt Wissen, es gibt Informationen, es gibt unendlich viel Erfahrung der Zivilgesellschaft, nicht nur im entwicklungspolitischen Bereich, auch im Bereich jetzt eben von Gewerkschaften und Wissenschaft. Das kann man kondensieren, zusammenführen und dann in einen Prozess hineingeben, wo daraus wirklich eine von allen getragene Strategie werden könnte. Das wäre das, was ich mir vorstelle. Vielen Dank. Ja, danke Thomas. Wir haben jetzt viele Facetten auch einer interessengeleiteten Politik sehr konkret ausgeführt, uns angehört von dir. Und ich würde jetzt, bevor ich es wieder erneut ins Publikum gebe, und ich habe so viel gesehen an Reaktionen, Nicken und Kopfschütteln, da wird es bestimmt noch einige Beiträge geben, möchte ich aber jetzt erstmal Ihnen nochmal die Möglichkeit geben, nochmal, wenn Sie möchten, direkt auf das Gesagte zu reagieren und dann nochmal in die große Runde zu öffnen.
Ja, vielen Dank. Wir freuen uns wirklich über die Unterstützung aus der Zivilgesellschaft und auch für das Angebot, weiter mit uns gemeinsam dran zu arbeiten. Ich glaube, nur gemeinsam können wir wirklich erfolgreich sein. Und von daher, die Schritte, die wir gemeinsam gehen können, denke ich, sollten wir auch versuchen zu gehen. Und von daher, vielen Dank nochmal für das Angebot. Zu der Frage, die Sie angesprochen haben, mit warum wir eigentlich sagen Bevölkerung in Deutschland. In dem ersten Leitgedanken, da, Sie bringen das Interesse für globale Gesundheitspolitik mit. Wir müssen auch, wenn wir für globale Gesundheitspolitik, sage ich mal, bei unseren eigenen Leuten werben, müssen wir ihnen auch deutlich machen, globale Gesundheitspolitik, das ist nicht nur etwas, was irgendwo anders passiert, sondern das hat unmittelbar was mit uns zu tun. Wenn irgendeine Krankheit irgendwo ausbricht, die kann zu uns eingeschleppt werden. Also müssen wir auch den Schutz unserer Bevölkerung haben. Und das war, also sage ich mal, der Versuch auch zu vermitteln, das hat nicht nur was mit Entwicklungsländern zu tun, sondern das hat unmittelbar was mit uns zu tun. Und war, darum engagieren wir uns eben für die globale Gesundheit, weil auch wir davon letztendlich einen Profit haben, weil das einfach dieser Austausch in der Welt ist. Und von daher, sage ich mal, sind manche Dinge begründet in solchen Rationalitäten, dass man sich einfach mal überlegen muss, wen wollen wir denn oder wen müssen wir denn in diesem Prozess mitnehmen, damit wir wirklich was erreichen. Ja, ich denke, also beim Vorgehen weitere Schritte können wir gerne machen, auch was Herr Lupe vorhin angesprochen hatte, Aktionspläne dergleichen. Also da haben wir uns wirklich an dem Vorgehen der generell der Bundesregierung bei der Entwicklung von Konzepten leiten lassen. Und es sieht eben nicht irgendwie spezielle Aktionspläne oder sowas vor, sondern wir wollen eben weiter diskutieren. Das heißt nicht, dass einzelne Ressorts, die gerne wollen, Aktionspläne für bestimmte Bereiche entwickeln können. Aber generell also ist es nicht üblich, dass Konzepte der Bundesregierung durch irgendwie einen weiteren Aktionsplan umgesetzt werden. Und von daher sind wir einfach, dass wir uns an diese allgemeine Struktur halten und deswegen durch Dialog mit den anderen Ressorts wirklich gucken, wie gehen wir denn weiter vor. Und wir haben jetzt eben angefangen, werden das entsprechend intensivieren. Natürlich auch wieder, sage ich erstmal, angefangen mit dieser kleinen Gruppe, die dann das intensiver erörtern wird, unser Kernteam BMZ, AA, BMG, und werden das dann ausweiten, müssen natürlich auch gucken, was sich unsere Chefs dann vorstellen können, was wir machen, aber von daher auch ja, gerne im Dialog mit Ihnen. Tobias, du wolltest auch noch mal was ergänzen? Nur ganz kurz zwei Bemerkungen zu dem, was Thomas gesagt hat. Du hast ja erwähnt, dass diese Lancet University of Oslo Commission diesen echt in der Tat sehr spannenden Bericht gemacht hat und sagtest, die Political Determinants of Health sind leider gar nicht reflektiert im Papier. Das Spannende ist ja, wir merken ja jetzt schon, dass die vielleicht nicht expressis verbis erwähnt sind, aber dass das Papier letztendlich ein Ergebnis der Political Determinants of Health auch in Deutschland ist. Also sie sind irgendwie schon drin, es steht nur nicht drin sozusagen. Und dass man eben manchmal dann Kompromisse machen muss, mit denen wir leider als Zivilgesellschaft überhaupt gar nicht zufrieden sind. Und deswegen gibt's da, ja, werden wir weiter dran arbeiten. Und noch was Zweites, weil du gerade erwähntest, dass es ja bei der Weltbank in Washington dieses Schiedsgericht gibt, was da alle möglichen interessanten Streitfälle interessanterweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Für die eifrigen Zeitleser unter uns, da gab es letzte Woche im Dossier einen sehr spannenden Artikel darüber, über dieses Schiedsgericht und was die gerade so verhandeln. Die verhandeln nämlich unter anderem auch eine Klage, die gegen Deutschland anhängig ist, und zwar gegen den Atomausstieg. War ja auch sozusagen zum Schutz der Gesundheit nicht nur der deutschen Bevölkerung, sondern auch der angrenzenden Länder hat man hier eine Entscheidung getroffen, aus der Atomenergie auszusteigen. Und natürlich klagt Vattenfall jetzt gegen Deutschland wegen Investitionsverlusten. Und ich glaube, die Streitsumme ist im Moment 4 Milliarden US-Dollar, die, wenn Vattenfall gewinnt, der deutsche Steuerzahler dafür zahlen muss. Das vielleicht nur nochmal zur Ergänzung. Also wirklich sehr lesenswert, der Artikel. Es gibt zwei Wortmeldungen aus dem Publikum. Nadja, du hattest dich gemeldet und sie links in der Ecke. Ja, also das
meine Frage richtet sich sozusagen auch an die Perspektive der Bundesregierung. Und auch ich möchte erstmal ausdrücklich hervorheben, dass ich begrüße, dass das Recht auf Gesundheit eben ein zentraler Anker in der Argumentation bildet. Zugleich stellt sich da für mich die Frage, wie dieses Recht auf Gesundheit verstanden wird. Mir erscheint es so, dass es doch immer noch den Rang hat einer moralischen Aufforderung, aber nicht unbedingt einer politischen. Wie meine ich das? Gerade wenn sich auf Global Governance bezogen wird, dann ist da viel die Rede von Partnerschaft, von Anerkennung. Und das ist alles sehr positiv besetzt, aber besteht hier nicht die Gefahr, dass eigentlich die bestehenden Herrschaftsverhältnisse, man könnte sagen, verschleiert werden? Also weil wir sozusagen jetzt so ein positives Verständnis entwickeln, dass wir gar nicht mehr sehen, dass es eben faktisch immer noch ganz klare Herrschaftsungleichheiten gibt. Und müsste man nicht ein Recht auf Gesundheit ganz anders sozusagen formulieren, nämlich eigentlich auch als etwas, was die bestehende Global Governance-Hegemonie hinterfragt. Und da sehe ich, also obwohl ich das wirklich begrüße, dass mit dem Konzeptpapier eben dieses Recht auf Gesundheit hervorgehoben wird, doch noch eine gewisse Diskrepanz. Ja? Also inwiefern denn wirklich das Ganze auch verstanden wird als ein globaler Demokratisierungsprozess und das sozusagen nicht nur auf der rhetorischen Ebene, sondern eben auch auf der faktischen. Und gerade wenn wir davon sprechen, dass Gesundheit eben auch eine lokale, nationale und globale Dimension hat, wie positioniert sich die Bundesregierung zu der Vorstellung von Bottom-up? Das ist sozusagen meine Frage. Ich würde jetzt meine Frage gerne dazu nehmen. Ja, danke schön. Als jemand, der jahrzehntelang immer wieder an vorderster Front gearbeitet hat, erlaube ich mir den der Kritik, der sehr guten Kritik von Gebauer, noch Verschärfendes hinzuzufügen. Es fehlt mir in diesem Papier ganz eindeutig konkreter Bezug. Ja, es ist vielleicht eine Art von Gutwillerklärung, allgemeine Gutwillerklärung, aber darüber hinaus wird es sehr wenig konkret. Sie haben zumindest mal erwähnt, die Multiresistenzen in der TB-Behandlung. Auch hier sehe ich wahrscheinlich mehr die Angst davor, dass es eben uns hier so lange Probleme macht, als das Schicksal derer, die betroffen sind davon. Ich will ein konkretes Beispiel nehmen, was für diejenigen, die in der Welt gearbeitet haben und weiterarbeiten, sehr, sehr prioritär ist. Die Müttersterblichkeit hat sich in den letzten 4 Jahrzehnten stagnierend nicht verbessert. Was hat die Bundesregierung vor, hier konkret zu tun, um eine Verbesserung zu schaffen? Die Kindersterblichkeit hat sich durch Unwesentlichkeit reduziert. Ja, das sind konkrete Dinge, worauf wir als Praktiker auch eine Antwort haben möchten. Was werden Sie tun? Die Bundesregierung hat sich, egal welcher Couleur, in den letzten Jahrzehnten aus der Verantwortung diesbezüglich ziemlich herausgehalten. Ja, es sind Programme, vertikale Programme durchgeführt worden, die jetzt gerade die Müttersterblichkeit überhaupt nicht positiv beeinflusst sind. Das sind Dinge, und man könnte viele andere Beispiele dafür anführen, die einfach dann dazu führen, dass man den Eindruck hat, wie eben auch schon angekündigt, dass hier der Selbstschutz dieser Regierung mehr im Vordergrund steht. Vielleicht ist selbst die Muttersterblichkeit ja nicht eine humanitäre Herausforderung, sondern vielleicht eine Sache, die wohlwollend akzeptiert wird, um die Migration zu bremsen. Danke. Malte, es gibt vorne rechts noch eine Nachfrage und dann würde ich gerne wieder zurück zum Podium geben, um nochmal allen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, auch auf die Inputs und Diskussionsanregungen zu reagieren. Ja, ein Trend der letzten Jahre in der internationalen Gesundheitspolitik war ja, dass neben der WHO neuere Akteure wichtiger geworden sind, wie der Global Fund und die Gavi Alliance. Und dann hat ja auch die Bundesregierung im Prinzip mit dazu beigetragen, dass diese Akteure wichtiger geworden sind. Deutschland hält jetzt den wichtigsten Beitragszahler, zum Beispiel im Global Fund, aber auch in vielen anderen, in diesen hybriden Organisationsformen. Da wäre jetzt meine Frage an Herrn Lux
Gruppe, wie Sie als Vertreter der Zivilgesellschaft das beurteilen, ob Sie denken, dass das richtig ist, diese Prioritätensetzung der Bundesregierung, also nicht nur auf die WHO zu setzen, sondern auch auf diese neueren Implementierung und Finanzierungsformen. Und also ein Hintergrund für diese Entwicklung ist ja die wahrgenommene mangelnde Effizienz und mangelnde Dynamik der WHO. Und die Verwaltung hat von mir schon gesagt, und das steht auch im Papier, dass es für die Bundesregierung die WHO-Reform eine ganz wichtige Priorität ist. Können Sie das noch ein bisschen konkretisieren? Also auf dem Papier steht eben nur so diese allgemeinen Dinge, die Sie auch gesagt haben, also dass es wichtig ist. Aber was wären die konkreten Prioritäten der Bundesregierung im Hinblick auf die WHO-Reform? Ja, vielen Dank nochmal für diese konkrete Frage. Ich würde dann auch rückwärts anfangen und dann das Wort gleich an Tobias Lupe übergeben und würde jetzt alle drei bitten, dann die jeweiligen Bezüge zu den Fragen, also Bottom-up-Approach war eine Frage, dann die Kritik, dass viele Maßnahmen nicht konkret genug beschrieben wurden, was Sie eingebracht haben, und dann eben die Frage nach den ja auch privat wirtschaftlich finanzierten Akteuren, das gleich mit einzubeziehen, auch in eine Schlussbemerkung der drei Panelisten. Danke. Gut. Ich antworte einfach mal direkt auf die Frage neue Akteure, Gavi, Global Fund. Es gibt da in der Zivilgesellschaft, gerade zum globalen Fonds, leider, oder bei Gavi ist es ein bisschen anders beim globalen Fonds, aber leider sehr wenig kritische Auseinandersetzung. Sondern man hat sich da in den letzten Jahren sehr darauf spezialisiert, dafür zu sorgen, dass der globale Fonds genug Finanzmittel zur Verfügung hat, um die Programme, die er finanziert, zu finanzieren. Ich glaube, auch gerade heute ist der Eckwertebeschluss ans Kabinett gegangen und Deutschland wird seinen Beitrag nochmal von 200 auf 240 Millionen fürs Jahr 2014 geplant, wenn das Parlament das jetzt nicht stoppt, wovon wir nicht ausgehen, erhöhen. Bei Gavi ist es ein bisschen anders, da gibt es eine größere zivilgesellschaftliche Debatte, die auch teilweise sehr kritisch ist. Vielleicht auch bei Gavi ist auch die Problemlage ein bisschen extremer als beim globalen Fonds. Die beide wurden so ein bisschen, ich glaube, Sintra hat das letztes Jahr oder vor zwei Jahren auf der Action for Global Health Conference den trojanischen Multilateralismus genannt. Es gibt den klassischen Multilateralismus, zum Beispiel die UN-Organisationen, und es gibt jetzt diese Hybridformen wie den globalen Fonds und Gavi, wo dann sozusagen nicht nur Regierungen drin sitzen, sondern eben auch zum Beispiel der Privatsektor. Also bei Gavi sitzt zum Beispiel die Gates-Stiftung und die Pharmaindustrie mit am Tisch. Im globalen Fonds ist das nicht ganz so extrem. Da haben wir so ein bisschen Probleme mit. Es gibt aber auch positive Sachen, nämlich dass zum Beispiel bei diesen Finanzierungsinstrumenten eben nicht nur die Geber drin sitzen und entscheiden, wie die Gelder verwendet werden, sondern auch Empfängerländer und auch die Zivilgesellschaft. Also im globalen Fonds gibt es zum Beispiel drei Sitze im Verwaltungsrat des globalen Fonds für zivilgesellschaftliche Organisationen. Ich selbst vertrete deutsche NGOs in der deutschen Regierungsdelegation zum globalen Fonds. Also ich war gerade letzte Woche auf dem Verwaltungsratsmeeting vom globalen Fonds und die Präsenz von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die da immer wieder den Finger in die Wunde legen, und im Moment ist zum Beispiel gerade die Frage im globalen Fonds, inwieweit der globale Fonds wieder die Nähe zur Pharmaindustrie suchen soll oder nicht. Eine Frage, die leider Gavi viel positiver für sich beantwortet hat, der globale Fonds in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich eher kritisch für sich beantwortet hat, die kommt jetzt wieder auf und es sind sofort wieder die NGOs, die den Finger in die Wunde legen und sagen, Moment, macht hier keinen Fehler. Man darf aber auch nicht vergessen, der globale Fonds, Gavi und die WHO haben grundsätzlich auch eine unterschiedliche Aufgabe. Während die WHO koordinierend und normensetzend vor allem mal wirken soll, sind Gavi und der globale Fonds faktisch einfach Finanzierungsinstrumente. Dadurch, dass sie so ein unglaubliches Finanzvolumen haben, wirken sie natürlich indirekt auch irgendwie normensitzend und geben eine gewisse Agenda vielleicht auch an. Wie gesagt, beim globalen Fonds sehen wir das weniger kritisch als bei Gavi. Das wird spannend werden. Gavi lädt Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich zusammen mit der deutschen Bundesregierung zur großen Geberkonferenz ein, wo dann also sozusagen alle Geldgeber auf den Tisch legen können, wie viel sie jetzt für die nächsten drei Jahre für Gavi aufbringen wollen, für Impfungen auf der Welt. Und da werden wir diese Diskussion haben. Vor drei Jahren hatten wir diese Diskussion sehr intensiv, wo Organisationen wie Medico, wie Buco Pharma Kampagne, wie MSF, wie Oxfam sehr kritische Positionen einbezogen haben, weil wir gesagt haben,
Die Pharmaindustrie und Hersteller von Impfstoffen haben keinen Platz im Verwaltungsrat des größten Impfstoffprogrammfinanzierers oder Impfprogrammfinanzierers der Welt, Gavi. Die können da gerne in irgendwelchen Komitees mitdiskutieren, weil sie Expertise haben, die haben aber keinen Platz in den Entscheidungsgremien. Das hat Gavi leider anders gesehen, deswegen sitzen die da immer noch. Dann haben wir verlangt, dass die Zivilgesellschaft zumindest mehr als eine Stimme in diesem Verwaltungsrat haben soll, so wie im globalen Fonds, wo sie 3 Stimmen hat. Auch das hat leider Gavi anders gesehen, die Zivilgesellschaft hat weiterhin nur eine Stimme. Dann haben wir verlangt, dass die Preistransparenz erhöht werden muss. Da haben wir, glaube ich, einiges erreicht. Wir sind noch nicht ganz da, aber es gibt eine viel höhere Transparenz über die Preise, die Gavi für Impfstoffe bezahlt. Das heißt auch, man kann auch so ein Monster so ein bisschen beeinflussen. Da sind wir aber auch auf die deutsche Bundesregierung angewiesen, die auch, ich meine, die geben nicht ganz so viel Geld zu Gavi, wie Gavi gerne hätte, aber sie geben doch eine Menge Geld an Gavi. Und die diese Geldsummen vielleicht auch mit einer Reformagenda verknüpfen sollten. Wir sind da leider bei der liberalen Regierung auf taube Ohren gestoßen. Herr Niebel hat uns auf einen Brief geantwortet, den wir geschrieben haben, dass wir gesagt haben, Sie scheinen da weitere finanzielle Commitments machen zu wollen. Machen Sie das gerne, aber knüpfen Sie das bitte an die folgenden 5 Reformen. Und dann war die Antwort aus dem Ministerium damals nur, wir finden eigentlich die Partnerschaft zwischen Privatsektor und öffentlichen Sektor ziemlich hilfreich und ziemlich gesund, deswegen sehen wir keinen Reformbedarf. Wir hoffen, dass wir diese Diskussion nochmal aufmachen können, weil wir da einen großen Reformbedarf sehen. Und dadurch, dass wir jetzt im globalen Fonds wirklich in die Board-Diskussion auch eingebunden sind, haben wir als deutsche Zivilgesellschaft auch zum ersten Mal ein viel kritischeres Verständnis. Und das tut uns, glaube ich, allen gut, weil wir müssen sehr aufpassen, dass wir uns nicht zu Fundraisern für solche Institutionen machen und das unkritisch geschehen lassen. Ja, zur ersten Frage zum Recht auf Gesundheit, dem positiven Verständnis und dem Bottom-up-Approach und wie man das konkret machen kann. Also Deutschland hat ja die Initiative Providing for Health gegründet. Seinerzeit ging zurück auf die deutsche G8-Präsidentschaft 2007, womit man ja auch zu Universal Health Coverage dann in den Ländern beitragen will. Und bei dem bilateralen Engagement des BMZ legen die Kollegen ganz, ganz großen Wert darauf, dass es wirklich die Prioritäten von den Ländern selbst definiert werden. Also, dass wirklich von denjenigen, die Leistungen möchten, dass sie eben diese Definitionen für sich vornehmen, dass sie sagen, in dem Bereich haben wir einen Bedarf, da wollen wir die Unterstützung. Und das, denke ich, ist auch wirklich im Konkreten, wie man in einzelnen Ländern eben anfängt, aber Deutschland kann es eben auch dann konkret nicht, wie ich vorhin auch sagte, in allen Ländern dieser Welt verwirklichen. Zu Ihnen zum konkreten Bezug, der Ihnen zum Teil fehlt, da muss ich Ihnen doch an der Stelle mal widersprechen. Also dieses Beispiel Antibiotikaresistenzen, was auch in dem deutschen Konzept zur globalen Gesundheitspolitik beispielsweise drin ist, was Sie erwähnt hatten. Wir denken gerade, dass es wirklich höchste Zeit ist, dass das Thema Antibiotikaresistenzen auf der globalen Ebene wahrgenommen wird als Problem. Und wir sind sehr froh, dass sich da das wirklich verändert hat. Es gab bei der letzten Gesundheitsversammlung im Mai letzten Jahres, gab es ein Side-Event dazu und der Raum war wirklich brechend voll. Und wir haben uns total gefreut, weil es deutlich gemacht hat, es ist irgendwo angekommen, dass es ein Problem ist, was eben nicht nur einige Länder betrifft, sondern wirklich viele Länder betrifft. Und dem Exekutivrat im Januar diesen Jahres wurde eine Resolution vorgelegt, die von verschiedenen Ländern initiiert wurde, die Deutschland auch dann mit geco-sponsert hat und die letztendlich das Ziel hat, die WHO aufzufordern, einen Aktionsplan gegen Antibiotikaresistenzen zu erarbeiten, der Weltgesundheitsversammlung im nächsten Jahr vorgelegt werden soll. Wir hoffen also, dass diese Resolution im Mai diesen Jahres auch wirklich von den Mitgliedstaaten in dieser Form verabschiedet wird und dass wir wirklich hier einen ganz großen Schritt nach vorne machen können. Zum Thema Müttersterblichkeit, das ist ein Schwerpunkt des BMZ, die Senkung der Mütter- und Kindersterblichkeit und sexuelle reproduktive Rechte. Also das ist etwas, glaube ich, was wirklich deutsches Profil irgendwo schon mit ausgemacht hat. Also von daher denke ich, sind das wirklich gerade in diesem Bereich, also dass das BMZ da schon
aktiv ist, zum Thema neue Akteure. Also auch neben Global Fund, Gavi sind inzwischen sicherlich auch die Stiftungen sehr aktiv und geben sehr viel Geld in den Bereich. Wie wir beide schon jetzt heute gesagt hatten, also wir wollen, dass die koordinierende und normsetzende Rolle der WHO gestärkt wird. In dem Reformprozess wollen wir einmal also mehr Transparenz bei den Finanzen, das ist, halten wir für ganz wichtig. Wir wollen auch, dass die Gelder dorthin gehen, zu den Prioritäten, die von den Mitgliedstaaten festgelegt wurden. Also, dass nicht jemand, der viel Geld gibt, möglicherweise irgendeine Stiftung oder sonst irgendjemand, der einfach viel Geld mitbringt, dass der quasi dafür sorgt, wo das Geld ist. Deswegen brauchen wir diese Transparenz und es muss sichergestellt werden, dass die Mitgliedstaaten die Prioritäten setzen. Und dazu hat es jetzt auch einen Finanzierungsdialog gegeben. Inzwischen wird auf der Website der WHO dargestellt, also welche Gelder hat die WHO für bestimmte Bereiche, wo sind Lücken. Also das auch wirklich in einem deutlich transparenteren Prozess als in der Vergangenheit, man eben sehen kann, wo gegebenenfalls auch noch was benötigt wird. Das halten wir für einen wichtigen Schritt. Thema Governance spielt jetzt eine Rolle. Also ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, aber es geht eben Schritt für Schritt. Also ich denke, was wir uns klar machen müssen, ist, dass wir an der Stelle durchaus etwas beginnen, was mit dem Begriff des Neulands gefasst werden kann. Und das ist ja auch eine Chance, wenn man tatsächlich versucht, jetzt globale Gesundheit auf eine Weise zu begreifen, wie es bislang noch nicht geschehen ist. Irgendwo hat sich für alle deutlich gemacht, dass die Globalisierung eine Realität ist. Es ist in der Tat etwas näher zusammengerückt und gleichzeitig gibt es unglaubliche Spaltungen und Auseinandertrennungen. Und es gibt Menschen, die an diesem Prozess genau erkranken und zugrunde kommen. Und an dieser Stelle, glaube ich, ist jetzt globale Gesundheit gefragt. Da ist in den letzten Jahren vieles entstanden. Es sind unglaublich viele Akteure entwickelt worden. Es wird auch mehr Geld aufgewendet. Es wird geforscht. Es gibt Wissen. Das ist alles richtig. Das findet statt. Aber es hat noch nicht die Kohärenz und das Zusammenwirken. Und manchmal ist auch dieser Wildwuchs an Organisationen, wir nennen es da die Fragmentierung der Akteure, ein Teil des Problems. Also wenn Sie gerade sagen, die WHO stärken als die zentrale Agentur, man hat sie in den letzten Jahren systematisch geschwächt, indem nebendran über andere Organisationen aufgebaut worden sind, der Global Fund und spezielle PPPs, also Private Public Partnerships, in denen dann die Industrie mit reingekommen ist, die zentrale normsetzende Funktion der WHO dann sozusagen untergraben worden ist. Hier unterstützen wir oder fordern letztendlich eine Rückkehr zu einer solchen, wie das in der WHO-Verfassung heißt, einer solchen Einrichtung, die sich tatsächlich dann steuernd und normativ setzend mit Fragen der Gesundheit auseinandersetzen kann. Das ist dringend geboten, weil globale Gesundheit eben, das ist völlig richtig, die Frage nicht nur etwas zu tun hat mit Armutsbekämpfung, mit Elend und mit Problemen, die etwas mit Krankheiten zu tun hat, sondern wenn man es menschenrechtlich fasst, mit der Setzung von normativen Konzepten. Es geht darum, im globalen Kontext zu klären, was heißt Menschenrecht, was heißt ein Rechtsanspruch auf Unterstützung oder auf Highest Attainable Standard for Health, wie es dann in den Menschenrechtsdeklarationen heißt. Und wie ist vor allem dann die Verpflichtung, die immer noch an die Nationalstaaten gebunden ist, Andreas hat es heute Morgen gezeigt, aber in den Comments zu den WSK-Rechten dann doch als internationale Aufgabe schon definiert ist, wie ist es heute neu zu fassen und zu definieren? Ist es mit dem bestehenden ODA-System, also mit interessengeleiteter Entwicklungshilfe, noch leistbar? Oder braucht man da nicht etwas anderes, das haben wir heute auch aufscheinen lassen, wie zum Beispiel Ausgleichsfinanzierungsmechanismen, die wir aus den nationalen Kontexten kennen? Also Sie kennen den Länderfinanzausgleich, Bayern ist reicher als Nordrhein-Westfalen, gibt also automatisch Geld ab. Und das kann sich auch mal umkehren. Früher war das der Fall, war eben Nordrhein-Westfalen reicher, Bayern armer, da ist es andersrum gelaufen. Das sind vertragsrechtlich verfasste Ausgleichsfinanzierungsmechanismen, die man sich auf internationaler Ebene auch vorstellen kann.
Ich habe mit dem jetzigen neuen Leiter für Gesundheit bei der Weltbank, Tim Evans, darüber gesprochen. Er sagte, wir kommen wahrscheinlich irgendwann nicht daran vorbei, genau so etwas auf globaler Ebene einzurichten. Vielleicht hat er andere Motive, aber es steht dahinter das Überlegen einer ganz anderen Struktur von Kooperation. Das würde es spannend machen, darüber nachzudenken. Ich weiß, das kriegen wir nicht heute hin und auch nicht morgen und nicht übermorgen, aber in diese Richtung zu überlegen und Strategien zu denken, das fände ich sehr spannend. Und da ist die WHO dann tatsächlich gefordert und ich habe Ihnen gerade auch genannt, dass noch andere Leute da gefordert sind und dabei sind. Das geht dann über die Frage der Beteiligung der demokratischen Konstitution. Wie werden solche Einrichtungen gesteuert? Tobias Lupe hat gerade gesagt, da sind die globalen Fonds jetzt gegründet. Da gibt es die Mitwirkung der Zivilgesellschaft, das ist neu. Auch die WHO hat über solche Konzepte nachgedacht. Wir haben damals als Zivilgesellschaft gesagt, wir wollen an diesen Multi-Stakeholder-Dingen nicht unbedingt mitwirken, solange nicht geklärt ist, unter welchen Bedingungen man da zusammenkommt. Also ist es zum Beispiel dann wirklich auch möglich, dass jetzt die einfachen Leute, die Menschen, um deren Gesundheit es geht, dann auch wirklich beteiligt sind? Oder sitzen da einfach nur dann die Vertreter der Industrie mit ein paar ausgewählten NGOs zusammen und versuchen dann etwas zu klären, ohne dass es wirklich demokratisch legitimiert wäre? Das sind Prozesse, die noch unklar sind, wo wir unser Fragezeichen dran machen und sagen, hier muss dran gearbeitet werden und es müssen Interessenskonflikte geklärt werden und dann kann daraus auch etwas werden. Also nochmal, die Bereitschaft ist da, darüber nachzudenken. Die Fragen kann man dann auch auf dem politischen Bereich sehr konkret angehen und sagen, wie gehen wir mit der WHO weiter um? Wie soll sie dann wirklich befähigt werden, ihren Aufgaben gerecht zu werden? Und ein letztes, weil es immer wieder auftaucht, die Frage der Verbindung zu dem hiesigen Geschehen. In Deutschland erlebt im Augenblick eine gigantische Privatisierung von Gesundheitseinrichtungen. Und wir haben inzwischen, auch wenn man das kaum noch glauben will, einen höheren Privatisierungsgrad als in den USA, hier in Deutschland. Das sind Probleme, die letztendlich, wenn wir sie auf diese Weise exportieren und nach außen tragen, überhaupt nicht leistbar sind. Dieses Konzept von Universal Health Coverage funktioniert nur, wenn es mit Blick auf die realen Verhältnisse in der Welt, wenn es öffentlich finanziert ist. Also wir müssen theoretisch, wir propagieren in der Welt jetzt aus der deutschen Position heraus öffentlich finanzierte Gesundheitswesen, die wir gerade im eigenen Lande abschaffen. Das ist ein Problem, was ich sehe und wo ich denke, und da sind die Gewerkschaften auch hinterher und sagen, wir brauchen diese öffentlich finanzierten Gesundheitswesen, das ist ja schon wieder gegangen, aber sie machen das ja und ich glaube, man kann eigentlich das nur gescheit auch im eigenen Lande verteidigen, wenn man sowas ins Internationale überträgt und globalisiert. Dafür ist die Welt zu stark zusammengerückt. Man kann in nationalen Grenzen, deswegen haben Sie völlig recht, man kann das hier im eigenen Land nicht mehr halten, wenn nicht die gleichen Elemente und die gleichen Prozesse und positiven Entwicklungen dann auch in allen Teilen der Welt eintreten. Wir werden mit Blick auf den Klimawandel das Problem der gesundheitlichen Auswirkungen für Klimaveränderungen auf Deutschland nicht lösen können, wenn es nicht auf der Welt was insgesamt gilt. Und das geht nur, wenn wir zum Beispiel dann hier in Deutschland auch dafür werben, dass zum Beispiel die Carbonwirtschaft, und dann sind wir wieder an den eigenen Problemen hier, reduziert wird, dass wir andere Formen der Energiegewinnung bekommen. Und dann wird daraus etwas, was man als globale Gesundheit auch bezeichnen kann. Ich halte das für extrem wichtig und würde gerne, dass wir das Augenmerk auf solche Dinge richten und daran auch gemeinsam arbeiten. Ja, wir sind leider am Ende der Zeit angekommen. Ganz herzlichen Dank nochmal an Sie drei hier auf dem Podium, aber auch an Sie im Publikum. Und ich möchte Sie wirklich ermuntern, aus Ihrer jeweiligen Perspektive als Gesundheitsarbeiterin, als Public Health Studierende und junge Forscherin, auch an diesen Debatten weiter mitzuwirken, diese Papiere, um drei Papiere ging es hier heute, auch kritisch zu lesen, uns Rückmeldung zu geben und einfach mit uns über diese ganz wichtigen Fragen in Kontakt zu bleiben. Denn wir haben heute festgestellt, es ist etwas sehr Prozesshaftes und da gibt es noch viel weiter zu diskutieren und ich hoffe, dass wir auch da am Ball bleiben. Schönen Abend. Dankeschön. Danke.